Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Diamond Painting Video. Leute, heute gibt es was Besonderes und zwar habe ich hier ein Bild von einem Shop, den ich euch bisher nicht gezeigt habe und den ich noch nie ausprobiert habe. Deswegen, ich bin mega gespannt und ich habe ein ganz besonderes Bild, mal was ganz anderes. Für mich ist das völlig neu und ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Das würde mich sehr interessieren und wie es war. Ich habe hier was von Diamond Painting Shop. Ich habe das zur Verfügung gestellt bekommen. Ich bin super gespannt drauf und ich werde das auch die nächsten paar Wochen painten. Deswegen folgt mir gerne auf Instagram rosa87li_diamondpainting. Da könnt ihr das Ganze mitverfolgen. Da werde ich euch mitnehmen, wie ich das painte. Da könnt ihr mich natürlich dann auch Sachen fragen und dann werde ich auch was zur Qualität sagen. Aber ich bin schon super begeistert gewesen. Ich habe es mir schon ein bisschen angeschaut natürlich. Hier ist es, das Bild, mega schöne Verpackung in so einem super Karton, Diamond Painting steht da drauf, mit Logo und natürlich habe ich auch einen Rabattcode für euch, nämlich 15% Rabatt mit Rosalie15 ab 39,95 Euro. Dieses Bild ist aktuell reduziert, also wenn ihr das auch haben wollt, darauf gilt es auf jeden Fall. Es gibt aber auch super viele weitere schöne Bilder im Shop, worauf der Rabattcode auch gilt. Wir packen es aus und dann schauen wir mal. Holen wir das Bild mal aus der Verpackung und ihr könnt es schon sehen, das ist eine super schöne Baumwollleinwand. Schön flauschig, hochwertig mit einem abgesteppten, welligen Rand, damit nichts ausfranzeln kann. Finde ich super schön, fühlt sich richtig gut an und ich mag auch diese Leinwand mit dem Baumwoll, mit dem Flausche-Hintergrund hier, mag ich super gerne, weil das dann auch nicht so rutschig ist auf dem Tisch oder wo auch immer ihr paintet, dann haftet das so ein bisschen und ihr habt es nicht so rutschig, dafür ist es auch super praktisch. Und was auch noch mit dabei ist, ist ein Premium-Toolkit. Und dann haben wir natürlich auch noch die Steine. Das Bild werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben auf dem Thumbnail. Davon gehe ich aus, dass ich das drauf gemacht habe. Das ist nämlich das Fantasy-Auge. Und zwar ist das in der Größe 70 x 50 cm eckige Steine und alles AB-Steine. Also alles AB-Farben, 28 Stück. Ich bin super gespannt. Ich habe mir auch letztens AB-Steine gekauft. Und ja, das sind aber auf jeden Fall wieder neue Farben mit dabei, die ich noch nie gesehen habe in der AB-Optik. Leute, ich freue mich. Ein komplettes Bild in AB-Stein. Wahnsinn. Wenn ihr das schon mal gemacht habt, schreibt es mir bitte in die Kommentare, wie das war, wie das rausgekommen ist. Das interessiert mich und deswegen wird es auch nicht lange dauern, bis ich das Bild hier mache. Deswegen folgt mir gerne und dann dürft ihr mit dabei sein. Beginnen wir erstmal hier mit dem Toolkit. Das ist in so einem schönen Samtsäckchen. Ah, so, so schön, Leute. Das ist richtig special. Hier ist ein weißes Schiffchen mit drin und zwar eins mit so einem Ausgießerschnäbelchen. Das finde ich super praktisch und tatsächlich sind diese Schiffchen auch meine liebsten zum Painten. Das ist einfach auch, wenn ihr diese kleinen Tic-Tac-Döschen habt, super praktisch. Da braucht ihr keinen Trichter, sondern ihr könnt das einfach dann ganz locker wieder da reinbekommen. Und auch in die Zipptüten geht alles super easy wieder rein. Deswegen, das sind meine Liebsten. Dann haben wir noch mit dabei ein Glitzerstift. So ein einfacher, so ein weißer mit Glitzer. Und da könntet ihr auch ein paar Steinchen reinmachen und den ein bisschen aufpeppen als kleiner Tipp. Dann haben wir noch ein Squishy mit bei. Der ist praktisch, wenn ihr den da dran steckt. Und dann habt ihr so ein bisschen einen Fingerschoner. Dass das, ja, wenn ihr länger paintet, ist das ein bisschen besser für die Finger. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr sowas noch nicht habt. Legt es euch zu. Und dann gucken wir mal, was da noch mit drin ist. Sind verschiedene Aufsätze mit drin. Einmal den hier. Was ist das für einer? Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Achter ist. Und ich glaube, das ist ein Fünferaufsatz. Mehrfachaufsatz. Damit geht es ein bisschen schneller. Und dann haben wir noch einen Zweieraufsatz. Den steckt ihr einfach hier hinten dran. Das dürfte bekannt sein. Und dann könntet ihr hier zum Beispiel, wie gesagt, noch ein paar Steinchen reinfüllen.
dann das drauf machen und dann habt ihr euren individuellen Stift noch ein bisschen aufgepeppt. Dann haben wir noch Zipptüten mit dabei für übrig gebliebene Steinchen. Kann man die gut verwenden. Dann ist noch mit drin, und da freue ich mich mega drüber, ein super schönes Washi-Tape. Das sieht richtig hübsch aus mit Gold. Und hier oben ist so ein bisschen blau und dann geht es eher so ins Weiß. So blau-violett ist das. Ich finde das richtig schön mit Sternen, mit Mond. Das ist toll. Dann haben wir noch eine Pinzette. Und zwar ist das ein bisschen eine andere Pinzette, wie man es sonst so kennt. Das ist nämlich so eine, eine gebogene. Und so eine habe ich tatsächlich noch nicht. Deswegen freue ich mich darüber. Die werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Hier haben wir noch das Logo mit drauf, damit man weiß, wo es herkommt. Diamond Painting Shop. Die teste ich mal aus. Habe ich noch nicht. Und dann ist noch was Besonderes mit dabei, nämlich ein besonderes Wachsdöschen in so einer Diamantform, so einer Diamantoptik. Und das ist so leicht lila. Das hat man auch nicht überall mit dabei. Das finde ich so schön. Oha, Leute, und richtig viel Wachs. Hier ist einmal Wachs mit drin und nochmal dreimal Zusatzwachs. Das ist ja wirklich cool. Also damit kommt er auf jeden Fall aus. Das Toolkit finde ich wirklich schön, hat mir super gut gefallen. Vor allem das Beutelchen, das werde ich auf jeden Fall weiterverwenden, wenn ich das nämlich mal mitnehmen möchte, das Ganze. Und dann kann ich das hier reinmachen, dann habe ich es gut verstaut. Das gefällt mir. Dann kommen wir jetzt erstmal noch zu den Steinen und dann gucken wir uns die Leinwand an. Hier sind die Steine. Ihr könnt es schon sehen. Eine Papierlegende ist mit dabei. Das hier sind die Steine. 28 AB-Farben. Hier haben wir die Papierlegende. Sowas mögen die meisten sehr, sehr gerne, wenn es dabei ist. Ich mag es auch sehr gerne, weil dann kann man das einfach hinten mit doppelseitigem Klebeband bekleben. Und dann kann man sich das ausschneiden und auf seine Boxen draufkleben. Da muss man dann nicht groß irgendwas rumbasteln oder aufzeichnen. Und dann hat man das alles super schnell erledigt mit dem Abkitten. Finde ich total praktisch. Wie gesagt, ich klebe mir dann einfach hier hinten, das sind ja die Nummern, die auf dem Bild drauf sind. Da klebe ich mir einfach einen Streifen doppelseitiges Klebeband hinten drauf, schneide es aus, klebe es drauf und dann bin ich super schnell fertig. Hier könnt ihr es sehen, die Symbole. Dann habt ihr noch die DMC-Nummern mit dabei und auch noch, wie viele Steine von der einzelnen Farbe jeweils dabei sein müssen. Die DMC-Nummern sind halt sehr praktisch, wenn ihr das dann noch aufbewahren möchtet. Und dann könnt ihr das auch noch weiterverwenden. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und dann kann man die Steine auch bei anderen Bildern gut ersetzen damit. Finde ich super toll. Ich freue mich. Ich hoffe, es bleiben ein paar Steine übrig. Das wäre es doch. Richtig schöne Farben. Ich bin so gespannt drauf. Wir werden uns die einzelnen AB-Farben jetzt alle mal angucken. Ihr dürft gerne skippen. Ich werde einen Timestamp mit reinmachen, wo ich die Steine zeige und wo ich die Leinwand zeige, weil es gibt immer wieder Leute, die möchten nicht alle Steine sehen, aber es sind alles AB-Farben und deswegen zeige ich jetzt auch ausnahmsweise mal alle, weil es mich persönlich auch interessiert und ich sowieso alle durchgucken möchte. Nur, dass ihr Bescheid wisst, guckt mal, da ist das dann so gelb und dann könnt ihr da gut skippen. Das hier ist natürlich weiß, die 5200. Das dürfte jedem Begriff sein. Die sind so, so cool und davon haben wir jede Menge. Freue ich mich. Die sehen richtig gut aus, die Steine. Ich sehe hier jetzt auch keine Nasen oder irgendwie Steine, die nicht sind. Ich zeige es euch nochmal. So sieht das aus. Also ich sehe keine abgefransten Ränder oder Nasen oder irgendwas. Das sieht schon mal sehr, sehr, sehr gut aus. Da kann man gut mit painten. Dann haben wir Rosatöne. Zeige ich euch mal zusammen, damit man den Unterschied ein bisschen sehen kann. Die Abstufung ist nicht sehr groß, aber das sagt dann auch aus, dass das ziemlich detailreich sein wird, wenn da auch auf so kleine Abstufungen geachtet wird. Und dann haben wir noch ein bisschen einen Ticken heller, die 818. Leute,
Wie unfassbar schön das funkelt. Kommen wir zu den Rottönen. Da haben wir drei Stück. Das sind diese hier. Einmal die 666. Das ist eigentlich mein Lieblingsrot. Und jetzt hier in dem AB finde ich es auch wahnsinnig schön. Dann haben wir die 3804. Und auch die sieht wahnsinnig toll aus. Und dann noch so ein Rot-Orange, die 606. Zwei verschiedene Orangetöne, einmal ein etwas helleres, die 742 und ein kräftigeres Orange, die 740. Oh Leute, das ist so toll. Kommen wir direkt zu den Gelbtönen, da haben wir auch drei Stück. Und zwar die hier, einmal 3078. Das ist so ein schönes, helles Zitronengelb. Dann etwas kräftiger, 445. Und dann doch schon so ein bisschen Kanariengelb, 444. Fünf verschiedene Blautöne. Zuerst mal diese drei hier, die etwas helleren. Das hier ist so ein bisschen ein Türkis. Dann die 775. Und dann haben wir hier noch so ein schönes Hellblau 3841. Und dann die etwas kräftigeren Blautöne sind diese beiden hier. Auch wahnsinnig toll. Ich painte ja am liebsten Blau, Lila und Rosa. Das ist jetzt die 995. Und dann haben wir noch ein etwas kräftigeres Türkis, mehr ins Blau gehende, 996. Dann haben wir noch viermal grün, zwei ein bisschen heller und zwei ein bisschen dunkler. Deswegen teile ich das jetzt auch wieder auf. Ich mag das, wenn man so ein bisschen die Abstufungen sieht, weil dann kommt das Bild einfach besser durch, wenn verschiedene Farbtöne der gleichen Sorte halt vorhanden sind. Da haben wir jetzt die 907 und das ist auch wahnsinnig toll, die 704. Ich zeige es euch mal von hinten. Sehr schön. Und dann haben wir noch zweimal ein bisschen was Dunkleres. Einmal ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger. Davon haben wir jetzt ein bisschen mehr. Das ist die 904. Zeige ich euch auch mal von hinten. Kann man es ein bisschen besser sehen. Und das finde ich ein wahnsinnig schönes. Das schimmert so ein bisschen ins Blau. Die 701. Seht ihr das? Ich finde, da geht das mit dem AB, mit dem Schimmern so ein bisschen ins Bläuliche. Ganz interessant. Dann haben wir noch mega viel Schwarz. Einmal die 310, das sieht so aus. Das, finde ich, geht auch immer so ein bisschen ins Blau, ein bisschen ins Grün, aber eher so ins Blau. Das sieht richtig krass aus. Und dann haben wir noch, ja, auch noch ein bisschen ein Schwarz, aber anders, die 3371. Tut sich nicht viel, ne? Aber das wird spannend aussehen. Hier könnt ihr sehen, das ist eher so ein bisschen bläulich und das ist eher so ein bisschen grünlich. Dann haben wir noch lila Töne und eins, da bin ich mir nicht sicher, das ist so lila blassblau, sage ich jetzt einfach mal. Das ist nämlich das hier, die 820. Kommen wir noch zu den lila Tönen, dann ist es fertig mit den Steinchen. Ich weiß, weil es ein bisschen länger mache ich normalerweise ja nicht, aber bei so besonderen Steinen, da muss es einfach mal sein. Das hier sind die lila Töne und die habe ich mir natürlich aufgehoben jetzt hier bis zum Schluss. Da stehe ich total drauf. Ich finde die besonders schön beim Painten. Mega, das ist die 210. Dann die 211, also wirklich nur eine minimale, ja, Abstufung von der Farbe. Sehr cool. Und dann so ein schönes, kräftiges, die 208. Oh, Leute. Und dann haben wir noch die 550, aber auch die ist mega, so ein dunkleres. Der Wahnsinn. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was eure liebste AB-Farbe ist. Das würde mich interessieren. Ich kann mich ja kaum entscheiden, ne? Aber ich finde schon Schwarz mega cool.
Und dieses Hellblau, ne? Oh, das sieht so schön aus. Ich kann mich kaum entscheiden. Mich würde es interessieren. Schreibt es mir mal. Jetzt kommen wir zur Leinwand. Und da müssen wir gar nicht gucken, wo die AB-Farben hingehören, weil das ganze Bild ist einfach AB. Mega. Ich kann es nicht abwarten, Leute. Ihr merkt schon, oh, ich kam gar nicht mehr aus dem Grinsen raus, weil ich mich so freue darüber. 70x50. Ihr schätzt mal, wie lange ich dafür brauchen werde. Ich werde auf jeden Fall im August anfangen. Ich habe ja einen Monat, wo ich kleine Bilder painte, aber ich möchte noch ein bisschen was anderes mit dazu nehmen. Und da habe ich mich für dieses hier jetzt erstmal entschieden, weil es mich so interessiert. Und schätzt mal, wie lange ich brauchen werde. Ich werde so Mitte August damit anfangen. Dann gucken wir mal, ob ich damit hinkomme, was ihr so schätzt. Das hier ist es. Bin mal eben aufgestanden, damit ich es ganz ins Bild reinbekomme. Das Fantasy-Auge. Ein ganz, ganz, ganz buntes Auge. Hier könnt ihr es sehen. Hier ist der Druck, der ist super klar. Es ist ein super schönes Rendering. Ein bisschen Konfetti hat man mit bei, aber auch viel Colorblocking. Also wer da auf beides steht, der ist gut bedient mit dem Bild. Es sind irgendwie keine unnötigen Steine zwischendrin. Also es ergibt alles gut Sinn. Ich habe da schon geschaut. Das hier wird mega schön aussehen, der Schmetterling, weil der so schön farbenfroh ist. Super viele Details auf dem Bild. Vögel, Schmetterlinge, Blumen. Hier auch noch Schmetterlinge, hier ein kleiner, schöne Blumen, hier nochmal und hier ist ein Bäumchen. Das sind quasi die Krähenfüße von dem Auge, wenn man viel gelacht hat, was man natürlich auch sollte. Das ist einfach ein Bäumchen, vielleicht so ein Lebensbäumchen, hat irgendwie was. Ich finde das von der Bedeutung her, die ich mir jetzt gerade so ausgemalt habe, super schön, dass diese Krähenfüße von dem Auge einfach das Leben zeigen. Und dann ist da so ein Lebensbaum. Es ist farbenfroh, fröhlich, man hat viel gelacht. Richtig schön. Und jetzt stellt euch mal vor, wenn dann auch noch das Weiße vom Auge hier komplett glitzert mit AB-Steinen, wie schön das aussehen wird. Hier unten habt ihr auch nochmal alles. Da ist der QR-Code. Dann habt ihr die Internetseite. Oben am Bildrand steht es 70x50 AB. Und hier habt ihr ein Vorschaubild. Dann habt ihr die Legende, den schönen abgesteppten, welligen Rand hier. 28 Farben ist auch nicht zu viel. Ist auch schön für Anfänger. Mit 28 Farben kann man gut arbeiten. Und natürlich super praktisch und sehr gut mitgedacht. Auf der anderen Seite unten hat man dann auch nochmal die Legende, das Vorschaubild, dass man von allen Seiten gut painten kann. Und abschließend zeige ich es euch jetzt nochmal im Ganzen. So groß ist das Bild, komplett AB. Unten findet ihr dann auch noch die verschiedenen Internetseiten, wo ihr den Shop finden könnt. Folgt da auch gerne auf Instagram, Facebook und Pinterest sind zu vertreten. Sehr, sehr cool. Und ich habe aber auch gesehen, auch auf TikTok. Das war's jetzt mit dem Bild. Denkt an meinen Rabattcode Rosalie15 für 15% Rabatt. Ab 39,95 könnt ihr sparen. Schreibt mir gerne mal, ob ihr den Shop schon kanntet, ob ihr schon mal was davon ausprobiert habt. Eure liebste AB-Farbe würde mich interessieren und ob ihr schon mal ein komplett AB-Bild gepaintet habt. Das war's. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.